Liebe Community, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe auf Augenhöhe aus dem Docks in Hamburg. Ich freue mich sehr auf die heutige Runde zum Thema Selbstverwaltung oder Bevormundungsstaat. Das ist ein Thema, das in unserer Gesellschaft im Moment eher noch sehr wenig beachtet wird. Aber ihr wisst ja, dass wir hier in diesem Format Themen ansprechen, die uns in der Zukunft ein besseres Leben ermöglichen sollen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir heute über dieses Thema sprechen. Wenn Sie auf der einen Seite einen Kandidat haben, wie Herrn Stoller, der sagt, jeder soll für sich selber sorgen, ihr kriegt eine maximale Freiheit. Und auf der anderen Seite sagt jemand, ich nehme euch alle Lebensrisiken ab. Ja, dann wird der gewählt. Das ist sicher 100% in jedem System früher oder später. Werden diejenigen, die sparsam sind, die für weniger Staat plädieren, werden ausgetauscht gegen diejenigen, die sagen, ihr seid berechtigt zu allem. Ihr seid berechtigt, einen Job zu haben, freie Heilfürsorge, Studium, alles, hast du nicht gesehen. Ja, bedingungsloses Grundeinkommen und so weiter und so fort. Was überhaupt nicht erkannt wird, ist, dass diese Rechte können ja nur auf Kosten anderer gehen. Ja, weil irgendjemand muss dafür bezahlen. Das heißt, die Idee, dass der Staat die Sicherheit schützt, wird umgedreht. Jetzt ist der Staat derjenige, der Kraft des Gewaltmonopols anderen was wegnimmt und es in andere Taschen verteilt. Und das ist genau das Problem dieser Sichtweise, dass wir nämlich das Gewaltmonopol systemimmanent nicht beschränken können. Die einzige mögliche Beschränkung ist wirklich Wettbewerb und Dezentralisierung, dass wir, und das war ja auch Ihr Punkt, da würde ich auch gerne jetzt gleich Herrn Müller hören. Sagt, ja. Na gut, ich will eben unter verschiedenen Systemen wählen müssen. Und ich weiß ja auch, dass die meisten Leute würden lieber in Herrn Lenz System als jetzt in mein System gehen und ganz wenige vielleicht in Ihr System. Aber es ist so, es ist wichtig, dass es alles gibt. Denn ich bin ja Staatsbefürworter im Sinne von, dass wir als Ausdruck des Gemeinwesens eine Struktur uns schaffen sollten, demokratischer Art. Aber der Grundsatz muss die Freiheit sein. Das kann man liberal auslegen, sozialdemokratisch, sogar kommunistisch und darauf auf oder anarchistisch darauf aufsetzend eine Struktur, die auf jeden Fall in einer Korrespondenz mit uns steht und die wir schaffen und die wir legitimieren. Ja, zur Frage, wie viel Staat braucht der Mensch? Ja. Zwischen 0 und 100%. Also es ist gar nicht so die entscheidende Frage, wie viel Prozent Staat und Herrschaft man haben möchte. Ich finde entscheidend, dass man eben die Auswahl hat, die Freiheit zu entscheiden, wie viel man möchte. Natürlich gibt es Leute, die brauchen 80% oder 90%, weil sie überhaupt nichts im Leben geregelt kriegen. Das ist ja auch vollkommen okay. Also es gibt ja in der gesamten Bandbreite der Menschheit gibt es ja alles Mögliche. Aber es gibt eben auch Leute, die wollen gar keinen oder nur ja, einen sehr geringen Grad an Bevormundung. Das Entscheidende ist eben, zwischen den Optionen auswählen zu können. Die Frage ist erstmal, ob wir Staat brauchen oder nicht. Was ist überhaupt Staat? Und die Definition ist, Staat ist der Gewaltmonopolist auf einem bestimmten Territorium. Und ich denke, Monopole sind grundsätzlich nicht hilfreich. Und ich sehe nicht, warum irgendjemand dieses Monopol auf Gewalt haben sollte. Weil ich denke, dass Menschen mit Macht tendenziell nicht gut umgehen können und dieses die Wahl haben. Dezentralisierung, denke ich, ist genau die Lösung. Nur jetzt die Lösung zu haben, dass wir verschiedene Nationalstaaten haben, wo ich mir dann vielleicht einen aussuchen kann, sehe ich als verschiedene Formen der Knechtschaft. Und die Utopie, die ich sehe, ist, dass jeder Mensch sich selbst gehört und mir keiner irgendwas antun oder wegnehmen darf. Und dass man dann dezentral Dinge organisiert. Das heißt, ich will auch, dass sich andere um Dinge kümmern. So, ich will mich auch nicht um alles selbst kümmern, aber dazu kann es dann alle möglichen Formen von Dienstleistern geben, kann es Kollektive geben, Worker-owned Corporations und so weiter. Dazu muss es keinen Gewaltmonopolisten geben. Dazu kann es verschiedene dezentrale Anbieter geben.